Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Uhu. So, was wolltest du mir noch? Ich habe die Tür weggemacht, weil es genervt hat. Bitte, danke. Das ist meine Tür gewesen. Nö, gehört, glaube ich, Tom. Ja. Ja, auch daran. Oh, noch ist er ja nicht zurück. Ja, noch ist es nicht so wichtig. Ja, ich kann dir einen Bohrer machen. Der kostet nur 18. Yeah. Oder das zweite Teil in der Rüstung. Nein, 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 den Bohrer, den Bohrer, den Bohrer. Wir wollten uns nach unten graben. Genau, kommst du denn her? Kriegst einen Bohrer. Eigentlich eine Spitzhacke hättest du auch haben können, ne? Die bringt das gleiche. Eigens? Was ist ein Eigens? Lass er ruhig. Palladium Drill. Cool. Der Spitzhacke bringt genauso viel, also. Da spielt mir der Tür. So, gut. Ja. Lag mir ruhig die Tür vor der Nase zu, du. Klar. Affe. So, wir gehen ein bisschen nach hier und graben uns im Schneegebiet runter. Bam, bam. Ich kann dir auch, wenn du das so gerne machst, eine Kettensäge bauen. Also. Nein, nein, okay. Wollen wir da runter bohren? Ja. Ins Kram? Ich glaube, das heißt ja. Ja, genau. Oh mein Gott, ein Riesenauge. Aber mehr Sorgen um den Geist. Ein Mini-Auge von Cthulhu. Alter. Die Geister haben was dagegen, dass wir uns hier runtergraben. Ich mach links. Hast du einen Leuchtstab? Ah, oder so. Warte mal. Nee, ich hab nur klebende Leuchtstäbe. Schmeiß einen davon auf den Boden. Der steht nicht so schlecht. Grab einfach weiter. Ja, ich mach rechts. Die haben wirklich was dagegen. Ja, ja, gut, auf der Map sieht's auch nicht gerade schick aus. Aus dem Penis. Was? Nix. So. Ja, was machen wir jetzt? Ich mein. Wir gehen da wieder hin und graben da weiter. Wir brauchen mehr Erzen, damit wir den einen. Damit wir hier. Hier den Lindwurm besiegen können. Und da. Oh, fuck. Nur schnell weitergraben. Ja. Ja, das war's, wird schnell weitergraben. Einfach weitergraben, immer. Auch wenn wir sterben. Egal. Klar, ist egal. Oh, läuft doch. Jo. Ton ist ein bisschen nervig. Ach, so ein bisschen. Wir hätten uns doch Spitzhack machen können. Aber Bohrer sind cooler. Ja, ist auch so. Da haben wir wenigstens mal was Neues, sonst hatten wir immer Spitzhacken. Einfach weitergraben. Weitergraben. Einfach immer weitergraben. Ja. Scheißegal, ob Gegner kommt. Immer weitergraben. Auch wenn hier Wasser ist, einfach immer weitergraben. Alles klar. Kam neues Erz.
bin tot. Aber wir haben eine Höhle entdeckt, siehst du? Ja. Bin auf dem Weg. Das Erz ist nicht neu. Welches denn? Das Eisen. Obwohl, Eisen scheint ziemlich neu zu sein. Kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Gibt's auch nur in diesem Spiel, glaube ich. Ich komme. Ganz gemütlich. Bin bald da. Bald geschafft. Moment, ich schaff mal kurz einen Abfluss. Okay. Seh bloß nicht. Das ist immer noch eine magische Kugel. Hat mir niemand gegeben, nein. Echt nicht? Das ist keine magische. Sonst kamen wir da oben weiter. Oder ach nee, war auch ein Abfluss. Komm mit runter und mach mit einer Abfluss. Ich mach links. Nein, ich werde sterben. Ja, doch nicht. Wasser fließt noch nicht ganz ab. Das Ding ist voll unten. Das müssen wir mal runter und weiter runtergraben. Hier links weiterbauen. Kurz. Oder da, ja. Oh. Wasser ist raus. Bin ja nur tot. Immer weiter graben. Ah, na sicher. Du baust schon wieder ein Wasser rein. Quatsch. Spring einfach runter. Oh. Du kommst sanft auf. Du brauchst dich abbremsen. Nicht. Wir sollten schnell eine Höhle finden. Voller Wasser ist. Ein Leben habe ich noch. Ein Leben hatte ich noch. Da. Komm. Oh, das ist das Palladium. Ja, da. Ah. Sieht aus wie Eisen. Gleich aus. Da unten ist was. Nein! Naja, du kannst dich ja mal rübergraben. So. Und da sind dann hoffentlich Erze. Komm hier nicht wirklich raus, nein. Ich werde sterben. Wieso? Ich hier nicht rauskomme.
Und? Mach dir ein Luftloch unten einfach. Ah, da war nichts mit Luftloch. Mach dir eins. Luft... Ja, das wäre alles da reingeflossen. Denn grad nach oben, ist dir klar. Das heißt, du musst an den äußersten Rand und dann einfach zu weit nach oben graben. Oder ich bin gespannt, das ist auch gut. War ich mehr Leben als vorher. Alter, ziemlich tiefer Wassergang. Was mit Wasser? So, ich habe ein Luftloch gebaut. War hier nicht irgendwie links was? Da kommt wer, Dominik. War hier nicht irgendwie eine Höhle? Ein bisschen Platin können wir immer gebrauchen. Kann das scheiß Wasser wenigstens abfließen? Ah. Oh, nicht wenig. Ja, da kannst du sogar schon wieder ein Rüstungsteil bekommen. Ich bin tot. Oh, bei mir hält sich's in Grenzen. Ah! Da ist Pfeilfalle, Alter. Das war's auch mit mir. Alter, das geht mal gar nicht klar. Haken brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, Haken brauchen wir nicht mehr. Haken. 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 Werfen wir deine Erze zu, die du hast. Nee, ich meinte eigentlich nur das Besondere. Ja, ich weiß. Das kannst Moment. Du nach oben bringen. Ich bin. Das ist doch mal gut. Es reicht aber nicht aus für irgendetwas. Oh, doch. Ist rechts aber nicht für irgendwas Sinnvolles. Ich könnte uns eine Kettensäge machen. Nein. Eine Armbrust oder ein Schwert oder eine Helibarde. Ich würde sagen, wir gehen nach oben und probieren den Lindwurm nochmal aus. Ja, und dann ist glaube ich auch Schluss für die Folge. Naja. Ich? Naja. Egal. Alter, unsere Kleidungskiste wird langsam voll. Ach. So, dann komm mal hoch. Kommst du darauf? Schade, dass unsere Gräber kein Geld bringen.
der Oktopus. Oder ist er schon? Hä? Nein, ich dachte eben, da ist er schon. Das kommt einfach mitgeflogen hier rüber, müsste irgendwo eine Insel kommen. Warte, ja, hier ist sie. Boah. War knapp. Ja, geil. Die sieht ja cool aus. Ich will noch Geld bekommen. Was ist denn das hier? Was, Silber? Ach Gott. Na, trotzdem verkaufen. Was, Silber? So, ich flieg mal kurz weiter. Bau mal ein bisschen Wolken ab. Ja, machen wir. Ich glaube, ich fliege jetzt aber schon fast zu niedrig. Ich habe mich jetzt getötet. Ja, ich war zu niedrig. Also hätte eh nichts gebracht. Lässt sich am besten fliegende Inseln suchen, wenn man halt Flügel hat. Und dafür müssen wir den Lindwurm töten. Gerade noch eine Feder bekommen. Na, hab ja. Sonst würde ich gerne nochmal mit dir auch in die Hölle gehen, nächste Folge vielleicht. Scheiße. Ich werde sterben. Wieso? Nee, doch nicht. Das ist ja geil. Was denn? Ich hab noch eine Feder bekommen. Na, wenn du kurz davor bist, auf den Boden zu stürzen, dann nimm doch einfach den Haken und mach ihn senkrecht nach unten, dann kriegst du keinen Schaden. Ja, cool. So, gut. Er muss natürlich treffen, ne? Wenn du daneben haust, dann ist trotzdem am Arsch. Ich hole mir mal schnell noch die Federn alle raus. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Also dann erstmal, tschüss. Tschüss.